Ramadan Abdel Rehim Mansour wurde 1980 in Ägypten geboren. Wann genau er sich einer Straßenbande anschloss, ist nicht bekannt. Mansour stieg schnell zum Anführer auf und vergewaltigte junge Mitglieder der Gang. Als einer ihn anzeigte, ermordete Mansour den erst 12-Jährigen. Bald wurde die Vergewaltigung Gangalltag. Die Bande lockte Straßenkinder auf Wagendächern von Zügen, vergewaltigte diese und warf sie achtlos herunter, meistens tot oder kurz davor. Andere Kinder wurden in den Nil geworfen oder lebendig begraben. Erst im Jahr 2006 kamen die Verbrechen ans Licht. Mansour behauptete, im Besitz einer weiblichen Djinn zu sein, die ihm befohlen habe, diese Taten zu begehen. Im Jahr 2007 wurde er wegen Mordes und Vergewaltigung an mindestens 32 Kindern zum Tode verurteilt. Im Jahr 2010 wurde er hingerichtet.